Alle Menschen ihre Grenzen wirklich fühlen würden, würde ein ganz anderes Leben auf der Welt sein. Was wir gemerkt haben, ist, es ist einfach ein sehr feinfühliger Prozess und es geht eher ums Fühlen. Also wenn wir anfangen zu lernen zu fühlen, uns wieder zu fühlen, weil in uns ist das ganz natürlich angelegt. Also wir haben wie so ein Navigationssystem in uns und das ist mehr mit dem Körper verbunden als mit dem Mind. Also der Mind kann sehr stark die Grenzen verschieben in jede Richtung. Also wir können uns irgendwas abgewöhnen, wir können uns irgendwas antrainieren und können so diese natürliche Grenze, die da ist, dadurch verschieben, aber dadurch auch verlieren. Also wir verlieren dadurch diese Feinfühligkeit, die wir hatten, bevor wir diese Grenze verschoben haben durch unseren Willen oder durch den Willen anderer. Und wir können da zurück, indem wir wieder anfangen zu fühlen. Und das ist mega schön mit dem Körper. Der ist da ein ganz schönes Mittel. Weil der Körper, der gibt wie so Signale. Ja. Und wenn wir die eigenen Signale mal wahrgenommen haben, können wir diese Signale auch bei den anderen wahrnehmen. Also ich finde das eigentlich mega schön, wenn wir anderen Menschen begegnen. Man spürt eigentlich, wenn was zu nah ist und wann was zu weit ist, dass derjenige vielleicht gerade vielleicht eine Hand braucht oder eine, ne, irgendeine Nähe vielleicht auch tatsächlich bräuchte. Und wenn wir uns da wie zurückentwickeln, hilft uns das, ne? Weil das macht uns intelligenter, gesünder halt auch und wie so heiler. Weil gerade auch so im Sport oder in der Intimität wird das mega gefordert. Im Sport gehen wir über unsere Grenze drüber, um was zu erreichen. Und was dann passiert, ist halt, dass wir uns das wie abgewöhnen, auf unsere Grenzen zu achten. Und dann ist das Verletzungsrisiko sehr, sehr hoch, die Frustration sehr hoch. Wir werden dumpfer. Also wir können unseren Körper wie nicht mehr so wahrnehmen. Und dasselbe ist auch in der Intimität oder Sexualität. Wenn wir immer über unsere Grenzen wie so drüber gehen, werden wir dumpfer und spüren eigentlich wie weniger. Und umso offener und feinfühliger wir eigentlich sind für das, umso weiter und offener wird eigentlich dieses Feld und wir können das wie so erspüren, wann fühlt sich was gut an und wann fühlt sich was nicht gut an. Und manchmal fühlt sich auch was gut an, wo wie so an der Grenze dran ist, genau, würde ich sagen. Also wo, das finde ich auch ein wichtiges Thema, dass es manchmal auch wichtig ist, wirklich die Grenze auszuweiten. Also das heißt, nicht immer an der Grenze ist Stopp, weil das Leben will einfach, dass wir uns ausweiten, dass wir Erfahrungen machen, die über unser Denken oder über unser Bekanntes hinausgehen. Und dafür brauchen wir das auch, dass wir über Grenzen gehen. Aber wir merken auch, wenn es too much ist, also wir merken auch, dass wir uns da wie so langsam vorarbeiten. Wir fühlen das, also wenn man das mit diesem Feingefühl macht, dass man merkt, okay, jetzt ist es möglich, über diese Grenze zu gehen. Jetzt probiere ich das mal aus. Dann ist das so gesund und es macht dann auch, es gibt auch so einen Kick, dass man merkt, wow, das fühlt sich gut an, da einfach mein Mind gesprengt zu haben oder meine Erfahrung. Und das würde man wie nicht machen, wenn man das aus dem Kopf heraus irgendwie sagt, nee, meine Grenze ist da. Und da, wo wir wie so einladen wollen, wenn man das wirklich wie bei sich erforscht oder mit einem Partner erforscht oder beim Sport erforscht, ist diese Grenzen sehr fluid. Also ist ein Teil vom Körper will vielleicht mehr, ein Teil vom Körper ist es zu viel. Wir müssen wie diese Feinfühligkeit eigentlich entdecken, was gerade in dem Moment eigentlich gefordert wird. Und das ist uns oft zu kompliziert. Also uns ist es zu kompliziert, auf Menschen einzugehen, Menschen zu fühlen, in der Sexualität. Es ist zu kompliziert, den anderen Menschen wirklich zu fühlen und wahrzunehmen, was ist da, wie ist die Resonanz bei dem im Körper, ohne dass immer was gesagt wird. Es ist schön, ne, wenn man das lernt, sich auszudrücken, aber ich finde das mega anstrengend, wenn wir uns immer wieder unsere Grenzen erkämpfen müssen, also immer wieder so deutlich sagen müssen. Ich liebe es eigentlich, mit Menschen zusammen zu sein oder gerade in der Intimität, wo der andere das wie auch fühlt. Also wo man sich wie so, also Liebe fühlt, man fühlt, oh, da ist jetzt für den anderen was zu viel. Und da kann man wie nachfragen, ist das jetzt zu viel
Und dadurch gibt es wie so eine Kommunion miteinander, also eine Verbindung wird eigentlich erschaffen von zwei Menschen. Und das ist was, wo nur geht, wenn wir anfangen, unsere Grenzen wahrzunehmen. Wir haben manchmal das Gefühl, dass es anstrengend, wenn ich gucken muss, wie es den anderen geht. Mhm. Und das Gegenteil ist aber der Fall. Ja. Ne? Wenn wir so feinfühliger werden und merken, oh, das ist dem gerade zu viel, also gehe ich woanders hin. Und das Leben wird viel angenehmer, wenn wir das wirklich mitbekommen, wie es anderen Menschen geht, wie es mir wirklich geht. Wir erkennen auch Gefahr. Genau. Zum Beispiel sofort, weil wir das am Körper sehen, ja, ob jemand was gegen uns machen will. Also man spürt das mehr, anstatt man das sieht. Ne? Man guckt vielleicht genau, auch nicht. Und das ist so, weil wir oft so geprägt sind, wir gucken eigentlich auf das Gesicht, ja, von dem anderen und merken gar nicht so, was eigentlich noch im Körper vor sich geht. Genau. Ne? Und das ist mega schön, wenn wir anfangen, den anderen Menschen oder uns selber wirklich mehr, ja, wahrzunehmen. Deshalb ist der Weg über den Körper für uns so wichtig, weil wir da merken, oh, der Körper, der sagt ja was ganz anderes, als hier vielleicht das Denken sagen will oder so, was da rauskommt. Und das, da zu merken, was das eigentlich für ein, also diese Körpersprache oder das, was eigentlich über die Körpersprache hinausgeht, also auch dieses Energetische, ob sich das gut anfühlt, hingezogen oder eher, oh nee, da gehe ich weg oder so, ne? Das ist eher so feinfühliger. Ja. Und so tut das Leben eigentlich navigieren, also durch diese Feinfühligkeit werden wir eigentlich navigiert und man könnte sagen, wenn alle Menschen ihre Grenzen wirklich fühlen würden, würde ein ganz anderes Leben auf der Welt sein. Mhm. Wir werden eigentlich wie so geführt, gelenkt durch die Grenzen von uns und die Grenzen von den anderen. Also es hat so eine Intelligenz da eigentlich so mit drin. Also der Körper macht das nicht ohne Grund zu sagen, oh nee, hier ist Stopp, hier fühlt sich nicht gut an. Obwohl das vielleicht ein ganz lieber Mensch ist, aber die Berührung fühlt sich nicht gut an. Ne? Mhm. Und da diesen Mut zu haben, sich selbst zu erforschen und einfach mal zu gucken, wann fühlt sich denn was gut an und wann nicht. Und dann im zweiten Schritt das zu merken bei anderen halt auch. Wie fühlt sich der Körper denn an, wenn er zumacht und wenn er aufmacht? Wo ist eine Körperspannung drin? Wo zuckt vielleicht was oder versteckt sich? Oder das sind so manchmal so kleine Bewegungen, wo der Körper eigentlich das Signal gibt von, hier ist zu viel. Ne? Mhm. Und wie Pratibha so schön gesagt hat, der Mind denkt, oh, das ist ja viel zu kompliziert, das mit diesen Gefühlen und so, ne? Und Grenzen wahrnehmen. Wir wollen irgendwie sportlich erfolgreich sein oder aber das stimmt nicht. Wir werden eigentlich wie noch erfolgreicher. Wir werden erfolgreicher im Leben und in unserem Sein, wenn wir uns fühlen und unsere Grenzen tatsächlich wahrnehmen. Und die Grenzen von anderen und von allen. Und es fühlt sich auch viel besser an. Wir sind viel sicherer. Also wir fühlen uns, ein Grund, warum wir auch so weggehen, manchmal von uns selber oder aus dem Leben raus oder aus dem Fühlen, ist, weil wir uns sehr unsicher fühlen im Leben. Und dieses, wenn wir wirklich in dieses Fühlen gehen und in dieses Navigieren lassen und das wirklich in diese größere Wahrnehmung von unserem Körper auch und dem, was drüber hinausgeht, ist das Leben viel einfacher, weil wir viel mehr merken und da zieht es mich hin, da nicht. Und also es fühlt sich wie so viel besser, lebendiger und freier an, als wenn man eigentlich so stuck ist vielleicht und das wieso gar nicht mehr so wahrnimmt. Ja, oder wir uns wie so abtrainiert bekommen haben, unsere Grenzen wahrzunehmen. Und so, ne? Und das kann man sich wie zurückerobern oder neu entdecken. Mhm. Wie fühlt es sich eigentlich an? Aber dafür muss man das wie tatsächlich bei sich wahrnehmen. Da hilft viel emotionale Körpertherapie. Es hilft Berührung, dass man spürt und so. Wann fühlt sich was gut an, wann fühlt sich was nicht gut an und so. Und da gibt es viele Übungsfelder, wo man wie so nutzen kann, wo man das ausprobieren kann. Und Und wirklich lernen kann vielleicht auch von Menschen, die diese Sensibilität vielleicht haben,
die das spüren, da wie in so einem geschützten Rahmen das auszuprobieren. Ne? Wo, was fühlt sich denn gut an und was nicht? Und wo kann ich, dass man auch Stopp sagen kann, dass man das wie lernt. Mhm. Aber genauso wie, oh, was passiert denn, wenn ich da drüber gehe? Ne? Wie fühlt sich das dann an? Was macht das? Geht das? Geht das? Also ja, es ist wie so ein Zurückerobern oder Zurücklernen. Mhm. Ja. Ja. So eine Lebendigkeit dann irgendwie da. Das, wir sind sehr offen für Fragen, ja, und Anregungen. Ne? Mhm. Wir haben viele Retreats, viele Möglichkeiten, wo man das erforschen kann. Ihr könnt gerne auf unserer Webseite schauen, wenn euch das Thema interessiert und ihr da wie so mehr erfahren wollt. Über eure Grenzen oder die Grenzen von anderen. Und dass da wie so ein Geschenk drin ist, in ja, dem also nicht nur mühsam ist, ne? Ne? Sondern in euren Sehnsüchten und Grenzen ist ein Geschenk drin. Hm. So. Hm. Ganz schöne Zeit. Ja. Tschüss. Tschüss.